Hallo Freunde und willkommen in diesem Video mit ein kleiner Tipp für euch. Und zwar will ich euch zeigen, welche Einstellungen vorgenommen werden müssen, damit wir unsere Add-ons auch dann nutzen können, wenn wir in den Incognito-Modus oder auch ja, Private-Modus oder Browsing genannt unterwegs sind. An der Stelle vielleicht nochmal kurz zur Info, da es hier immer mal wieder Diskussionen gibt, wenn wir in den Incognito-Modus unterwegs sind, heißt nicht, dass wir anonym surfen, sondern dass die Cookies, Verlauf und so weiter einfach nur für die eine Session gespeichert werden. Sobald wir aber den Browser schließen, werden diese gelöscht. Eine Personalisierung ist hier ja trotzdem möglich, ja, wie zum Beispiel Favoriten und so weiter. Das bleibt ja auch gespeichert, wenn wir uns welche anlegen halt. Und ja, auch unsere Add-ons können wir natürlich trotzdem aktivieren und nutzen. Und zwar, indem wir einfach die Einstellungen unserem Webbrowser hier aufrufen. In meinem Fall hier der Google Chrome. Einfach hier auf Einstellungen, das Menü aufklappen hier und hier haben wir weitere Tools, Erweiterungen hier und schon werden unsere Add-ons hier angezeigt und hier können wir, müssen wir auf Details klicken einfach und dann haben wir hier irgendwo genau im Incognito-Modus zulassen. Hier nochmal eine kurze Erklärung. Bei mir ist das jetzt aktiviert hier, ja. Wenn ich das jetzt deaktiviere und vielleicht nochmal schließe und neu starte, dann ist das Add-on deaktiviert, ja. Wir können das wieder aktivieren, schnell, zack, im Incognito zulassen, zack, zack, und so einfach geht das. Das war jetzt, wie gesagt, der Google Chrome, das geht ja genauso einfach für Mozilla hier meinetwegen. Ja, das gleiche hier haben wir unser Menü Add-ons. Das ist jetzt hier werden unsere Add-ons aufgelistet. Ich habe jetzt nur eins im privaten Fenster erlaubt. Hier sehen wir schon, ja, wenn ich jetzt hier drauf klicke, kann ich das hier im privaten Fenster ausführen, nicht erlauben und schon ist das weg hier, ja. Zack. Zack. Genau, und vielleicht machen wir noch mal das Beispiel hier mit Microsoft Edge hier. Edge einfach unter Einstellungen, Erweiterungen. Hier sind noch mal, hier ist mein Add-on. Und genau, hier einfach Häkchen setzen und für in Private Browsen zulassen. Und schon können wir ja unsere Add-ons auch dann nutzen, wenn wir in den privaten oder Inkognito-Modus surfen. Genau, also das geht sehr einfach, wie ihr seht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen oder ein Abo oder ein Like. Freue ich mich natürlich auch, wenn es euch weitergeholfen hat. Ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.